Hallo zum nächsten Video der technischen Zeichnung. Heute wird es um die Bemaßung gehen. Wenn ich euch ein Werkstück oder eine Zeichnung für ein Werkstück so vorlege, dann wisst ihr zwar, wie es nachher ungefähr aussehen soll, ihr wisst aber nicht, wie groß es sein muss. Was ihr machen könnt, ihr könnt das Ganze abmessen und dann nachbauen, aber das ist schon viel Arbeit und man muss immer wieder unterbrechen, um neu zu messen. Darauf haben wir in der Technik an und für sich keine Lust, sondern wir beschriften unsere Zeichnungen und auch dazu gibt es ein ganz spezielles Vorgehen, wie das Ganze geht und das erkläre ich euch heute. Wir beginnen einmal ganz einfach mit diesem Arbeitsblatt. Wenn ihr das im Unterricht schon ausgefüllt habt, ist das eine Wiederholung für euch. Wenn nicht, macht ihr bitte gleich die folgende Aufgabe. Hier auf diesem Arbeitsblatt seht ihr verschiedene Zeichnungen. Das sind jetzt keine technischen Zeichnungen, sondern ganz allgemeine Zeichnungen, aber sie sind gut zum Üben. Wir haben einen Startpunkt hier oben, hier fangen wir gleich an. Hier haben wir verschiedene Zahlen stehen, die die Größe angeben unserer Striche. Und zwar sind die Zahlen immer in Millimeter angegeben. Beim technischen Zeichnen arbeiten wir immer mit Millimeterangaben. Das heißt, 20 mm entsprechen 2 cm. Ihr seht schon, die Linien hier sind alle gleich groß, aber wir haben unterschiedliche Maße drüber stehen. Das heißt, die Zeichnung kann so gar nicht aussehen. Eure Aufgabe: Drückt bitte gleich auf Pause und probiert diese Zeichnung zu zeichnen. Ihr habt das Bild dann noch vor euch, dann könnt ihr das probieren zu zeichnen. Ich werde dann anschließend euch die Lösung hier auch in diesem Video einmal zeigen, die ich als Lösungsblatt habe. Dann könnt ihr selber kontrollieren, ob ihr alles richtig gemacht habt. Hier sind mal die Lösungen für die Aufgaben. Als allererstes die Aufgabe 1. So sollte das aussehen und drunter die Aufgabe Nummer 2. Hier nun die Aufgabe Nummer 3. Ihr seht, hier habe ich noch keine Zahlen dazu geschrieben. Denn ich möchte euch hier an diesem Beispiel erklären, was das Besondere ist bei den Zahlen. Die Zahlen müssen immer von gerade, so wie das Blatt jetzt liegt, zu lesen sein. Oder wenn ich das Blatt nach rechts drehe. So müssen die Zahlen immer zu lesen sein. Damit ihr jetzt nochmal sehen könnt, wie das aussehen soll, beschrifte ich das Ganze jetzt nochmal. So beschriftet man dann immer eine Zeichnung, auch später bei den richtigen technischen Zeichnungen. Nun kommen wir zu den richtigen Bemaßungen. Das davor war jetzt eine kleine Übung. Nun möchte ich euch zeigen, wie das Bemaßen wirklich richtig funktioniert. Beim Bemaßen ist immer wichtig, wir nehmen uns eine Bezugskante. Das heißt, wir nehmen diese Kante zum Beispiel jetzt hier. Und von dort aus messen wir alles. Diese Kante verlängere ich jetzt als allererstes mal und mache sie einen kleinen Ticken länger. Und zwar nicht zu dick, sondern wirklich, ihr seht es, ganz dünn. Nun möchte ich die bestimmten Abstände messen. Dazu muss ich wissen, die erste Höhe beginne ich bei einem Zentimeter. Hier kommt mein erster Pfeil hin. Und ich möchte nun wissen, die Strecke von hier nach hier. Das heißt, auch das markiere ich mir. Das sind die sogenannten Maßhilfslinien. Nun kommt die erste Linie hin. Hier schreibe ich gleich meine Maßzahl oben drauf. Damit ich weiß, von wo bis wo die geht, macht man das Ganze mit einem Pfeil.
Hierbei ist es wichtig, dass es immer solche ausgemalten Pfeile sind. Nun weiß ich aber ja noch nicht, von wie lang das Teil von hier nach hier ist. Deshalb mache ich auch hier eine Linie hin. Nehme zu der zweiten Linie ungefähr 1 cm Abstand. Und zeichne auch hier mir Pfeile hin. Nun schreibe ich oben drüber die Länge. In diesem Fall haben wir hier 25 und drüber jetzt nicht diese Länge hier, sondern die Gesamtlänge von hier bis nach hier. Das sind 35 mm. Warum ist das jetzt wichtig und warum mache ich nicht einfach hier einen Pfeil hin und sage, gut, von hier nach hier sind es 25 und von hier nach hier wären es 10. Das hat einen einfachen Grund. Wenn ich mich hier einmal vermessen habe bei meinem Werkstück und versehentlich anstelle von 25 habe ich nur 20 cm gemacht und ich mache von hier aus wieder 10 cm weiter, dann bin ich an einer komplett falschen Stelle. Dann ist mein Werkstück viel, viel zu klein. Dann habe ich nicht nur einen Fehler drin, sondern gleich zwei Fehler. Wenn ich aber sage, okay, das hier ist 20 und ich sage, oh, die zweite Linie ist 35, dann kann ich das markieren, habe nachher die 35 und habe nur noch einen Fehler drin, nur noch die 20 hier falsch gezeichnet oder falsch hergestellt. Das Ganze, wenn ich zu wenig mache, ist da etwas blöd. Wenn ich aber zu viel mache, anstelle von 25, 27 mache und hier jetzt 10 dran, dann ist mein Werkstück viel zu groß und ich muss voll viel nacharbeiten und nachfeilen. Wenn ich aber die auf 35 habe und die nur auf 25, dann muss ich nur hier ein kleines Stück wegfeilen und dann stimmt es wieder. Deswegen machen wir nie Kettenmaße, sondern wir haben immer einen Startpunkt, von dem wir alle Maße in die Richtung machen. Das hier machen wir auf keinen Fall. Dasselbe kann ich jetzt für die Höhe machen. Auch hier habe ich einmal einen Treppenabsatz und hier nochmal eine Höhe. Auch hier suche ich mir eine Kante aus, egal ob ich jetzt von hier oben oder von hier unten starte. Ich starte als lieber von unten. Hier mache ich wieder eine Linie. Die erste Linie bis zu einem Zentimeter hoch markieren. Und hier drüben kommt die zweite Linie hin. Und zwar auch hier wieder kein Kettenmaß. Auch hier wieder einen Zentimeter Abstand, damit ich die Zahlen schön schreiben kann. So, die Maße, die ich jetzt hier habe, das sind einmal 1,5 und einmal 3, also 15 mm und 30. Nehme ich nun das Blatt, drehe es auf die Seite und kann nun hier meine 15 und meine 30 hinschreiben. Ich hoffe, das ist klar geworden. Der nächste Schritt. Hier haben wir eine Bohrung in der Mitte. Und nun müssen wir wissen, wo setzen wir denn die Bohrung genau hin und muss die einen Zentimeter weiter oben, weiter unten sitzen. Wo sitzt die Bohrung bei uns? Auch hier, ihr wisst schon, keine Kettenmaße. Das heißt, ich zeichne hier erstmal wieder eine lange Linie ein. Ich nehme wieder diese Kante hier als meine Bezugskante. Und ich möchte wissen, wo ist die Mitte der Bohrung? Mir bringt den Anfang der Bohrung nichts oder die Ende der Bohrung, denn wenn ich bohre, bohre ich ja immer in der Mitte. Das heißt, ich muss die Mitte markieren. Das hier ist meine erste Strecke. Und dann möchte ich noch wissen, wie breit ist denn mein Werkstück insgesamt? Auch das muss ich natürlich wissen, wenn ich das nachher fertigen möchte.
Und dasselbe von hier unten bis zu meiner Bohrung in der Mitte und bis nach ganz oben. Auch das sind zwei Punkte, die ich wissen möchte. Maße draufschreiben. Und nun weiß ich, wo ist denn der Mittelpunkt meiner Bohrung und wie groß ist mein Werkstück insgesamt. Nun weiß ich aber noch nicht, wie groß ist denn mein Durchmesser von der Bohrung? Also wie groß muss ich denn bohren? Dazu nehme ich mein Geodreieck und zeichne hier einmal eine Linie erstmal durch den Mittelpunkt ein. Zusätzlich zeichne ich von außen zwei Pfeile an, damit ich weiß, es geht um diese Bohrung. Diese Bohrung hat einen Durchmesser von 20 mm und genau das schreibe ich auch hin. Das Symbol für Durchmesser und 20. Jetzt weiß ich, dass ich einen 20er Bohrer dazu nehmen muss, um dieses Loch zu bohren. Nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert dieses Werkstück hier. Hier zeige ich euch nun eine Seite, die zweite macht ihr bitte selber. Ich nehme wieder die Bezugskante hier. Theoretisch könnte ich auch die Bezugskante hier nehmen. Ich bin aber ein Freund, immer von links nach rechts zu arbeiten. Ich verlängere hier die Linie, die ich brauche. Und sage, okay, ich möchte als allererstes wissen, wo beginnt denn hier meine Aussparung? Ich zeichne, auch wenn das hier drin ist, kann ich mit meinem Geodreieck, weil ich eine sehr dünne Linie zeichne, die auch bis nach innen ziehen. Der zweite Punkt, den ich missen muss, hier beginnt mein Viereck. Wo hört denn mein inneres Viereck auf? Das wäre dann hier. Und zu guter Letzt, wie groß ist denn meine Gesamtkante? Immer ungefähr einen Zentimeter Abstand nehmen, damit wir schön drauf schreiben können. So, hier haben wir einen Abstand von 10. Nun könnte ich auch hier natürlich sagen, okay, das hier sind dann 15 oder 16. Das wäre aber dann zu ungenau, denn wenn ich das hier rüberziehe und einen Fehler dabei mache, dann, wenn ich das hier rüberzeichne, einen Fehler hier schon gemacht habe, dann ist mein Loch hier zu klein oder zu groß oder stimmt überhaupt nicht. Also auch hier wieder die Gesamtbreite messen. Ihr seht, hier sind wir nicht ganz genau, sondern bei 20, 25, 26, 27, 28. Hier wird es eine etwas krümmere Zahlen. Und die Gesamtlänge wieder bei 40. Ihr solltet dieses Aufgabenblatt haben. Und eure Aufgabe besteht jetzt drin, die restlichen hier fertig zu machen. Ich werde sie jetzt auch gleich machen, drückt am besten Pause, dann könnt ihr das machen. Ich zeige euch gleich auch die Lösungen dazu. So, hier habt ihr die Lösung. Wenn wir mal hinschauen, hier oben haben wir aufgehört. Wir haben hier wieder 10, 28 und 40. Das heißt, dieses Teil hier sitzt ungefähr genau in der Mitte. Wir gehen mal weiter zu dem U hier unten, das ist etwas einfacher.
Wir haben hier wieder unsere Startlinie, unsere Bezugskante. Dann haben wir 10, 30 und 40 insgesamt. Das heißt, dieses Teil hier ist 10 breit. Wenn wir hier 30 minus 40, wissen wir auch, dieses Werkteil hier ist 10 breit. Und hier unten, das muss 20 breit sein. Selbe von unten, eine Höhe ist 16 und die andere 37. Bei der Treppe dasselbe, das hätte ich nun auch als Bezugskante für diese Seite hier drüben hinzeichnen können, was schöner gewesen wäre, aber ich hatte hier keinen Platz mehr, deswegen auf die andere Seite. Also es geht auf beide Seiten, ich hätte es auch hier rüber zeichnen können. Wie gesagt, da hatte ich einfach keinen Platz. Wir haben 10, 20 und 30, das heißt jede Treppenstufe ist 10 hoch und 15, 30, diese hier sind jeweils 15 tief und hier oben von 30 bis 50 noch eine 20er Tiefe. So, nun zu dem letzten und wahrscheinlich schwersten. Durch die Schräge kommt es einem erstmal schwieriger vor, aber das ist gar nicht. Ich habe hier die Maße 8, 22, 31, also ihr seht genau auf den Millimeter genau. Und kann zum Beispiel, wenn ich das auch zeichnen möchte, anfangen mit, ich weiß, diese Linie hier ist 22 hoch. Dann zeichne ich diese 22er Linie und weiß, hier startet mein nächster Punkt. Ich weiß, 31 ist meine nächste Höhe. Das sieht etwas schwieriger aus, aber das kann man ganz gut machen mit den Schrägen. Als allererstes könnte ich anfangen, mit einem dünnen Stift die kompletten Außenseiten zu zeichnen. 31 und 42 und mir hier die Linien ganz dünn durchzuziehen. Dann hätte ich dieses Viereck hier außen. Nun weiß ich, 22 ist dieser Punkt hier. Den würde ich mir markieren. Und ich weiß, von hier dem Punkt hier rüber habe ich 15. Dann kann ich mir auch diesen Punkt markieren. Und dann ergibt sich die Schräge ganz automatisch. Dasselbe ist hier unten. Ich weiß, von unten nach hier oben habe ich 8. Und ich weiß, die 15 habe ich schon markiert. Markiere ich mir hier die 8, lege mein Dreieck, Geodreieck an und kann auch diese Linie zeichnen. Ihr seht, es ist alles möglich. Die Hilfslinien kann ich später wegradieren. Dann habe ich wirklich nur noch meine Bezugskanten und weiß, wie das Ganze aussieht. Die Bemaßung machen wir immer ganz zum Schluss, wenn klar ist, wo sind welche Kanten, wie sehen die Sachen nochmal aus. Das war jetzt relativ viel. Bemaßung gehört auch zu einem der schwierigsten Sachen beim technischen Zeichnen. Aber ich denke, das bekommt ihr auf jeden Fall hin. Ein bisschen üben muss man hier aber auf jeden Fall. Tschüss!